So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal Oh, Seft is. Wer kennt das, wer kennt es nicht? Ich fange am besten nochmal an. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir heute aus Bonn Beuel Oh, Seft is. Wer kennt das? Das sieht auf jeden Fall so aus. Guckt es euch mal an. Ist das nicht ein gewöhnliches Bierglas? Ja, ein gewöhnliches Bierglas mit Bier drin. Schön goldgelbes Bier mit einer weißen Schaumkrone. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass O Seft ist, diese bayerische Anspielung, extra als Saft geschrieben ist. Denn da steht drauf, dieses Jahr steht alles Kopf. Statt mit den Freunden mit einem frisch gezapften Weißbier auf die Eröffnung des Oktoberfests und das gute Leben anzustoßen, sitzen wir mit 1,5 Metern Abstand im Garten, statt auf vollbesetzten Bierbänken zu schungeln, bis einer hinterrücks runterfällt, sitzen wir im Homeoffice und wippeln mit dem Bürostuhl, statt beim langen Anstehen fürs Klo, wo wir auch noch immer den ein oder andere Bekanntschaft gemacht habe, lernten wir unsere Leidensgenossen beim Anstehen fürs Klopapier kennen. Auch das und dieses Jahr der Sitznachbar mal nicht in den Schoß erbricht, ist nur ein kleiner Trost, denn Corona kotzt uns ordentlich an. Aber statt Weißbier jetzt O-Saft zu trinken, finden wir etwas übertrieben. Halte lieber den Geist der Wiesen in Ehren. Also, eins, zwei, drei, Xuver, du greifst doch morgen eh zum O-Saft, wenn der Kater am nächsten Morgen zu heftig wird. Oder zu Kopfschmerztablette. Richtige Gaudi, miese Wiesen. Das auf jeden Fall sehr herrlich, so als Scherz, ne? O-Saft ist Orangensaft, Direktsaft in so einem sozusagen Bierglas. Wenn man das aber mal rumdreht, sieht man, dass hier ein Deckel drauf ist, weil das eigentlich nur eine Flasche ist. Und die Flasche könnt ihr aufmachen und könnt ihr trinken, ne? So richtig schön aufmachen. Finde ich auf jeden Fall genial. Gab's im Rewe, ist gekühlt. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass da so viel Zeug hinten drauf steht, was auf jeden Fall auch sehr lustig ist. Und dann habe ich noch was Zweites gefunden, nämlich den Kollegen hier. Seitdem der O-Saft ist weg ist, haben sie nämlich den hier mit diesem Leopardenmuster und da steht drauf: O-Saft, bester O-Saft, oh Bruder, ich schwör, Orangendirektsaft ohne Fruchtfleisch. Steht da auch noch ein bisschen Bullshit drauf oder ist das dann einfach zum Trinken? Ja, Limited Edition Nummer 2 gefällt mir wunderbar. Unsere Säfte sind schonend pasteurisiert und vegan abgefüllt in Baden-Württemberg. 100% Orangensaft, 100% Frucht, das heißt 0% und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Gerade hier unten dieses Bruder, ich schwör, finde ich so genial. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, weil die Kamera ist immer unscharf, wenn ich auf was Nahes draufgehe. Bester O-Saft, oh Bruder, ich schwör, ja. Da darf ich nicht ran. Also, guter O-Saft und nochmal O-Saft, ne, ist. Das sieht auf jeden Fall herrlich aus. Die machen wir jetzt mal auf. Die habe ich erst gekauft. Das ist ja beides eigentlich genau dasselbe. Das heißt, ich mache nur das hier auf und werde dann mal probieren, ob der auch so gut schmeckt, wie er aussieht. Dafür haben wir hier noch ein Gläschen parat. Jetzt einmal hier, das knackt hoffentlich. Zack, wunderbar. Riecht auf jeden Fall sehr orangig und fruchtig. Schenkt man uns mal ein Glas frisch gepresster Orangensaft. So, dann würde ich sagen, Prost, Mahlzeit, ne? Wenn ihr das auch schon mal gesehen habt oder getestet habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr seht, der Ramses, der ernährt sich richtig gesund in letzter Zeit. Da gibt es nur noch Bananen und Saft und alles wunderbar. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Der sieht nicht nur gut aus, der schmeckt auch richtig gut. Auch schön fruchtig, auch nicht bitter, kein gar nichts. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Wenn ihr das kennt, wenn ihr so Orangensaft kauft, so billigen im Tetrapack, kann man mal trinken, kriegt man aber meistens direkt Sodbrennen und irgendwie hat man ein schlechtes Gewissen. Aber der hier, der sieht nicht nur cool aus, hat nicht nur eine lustige Verpackung, der schmeckt auch herrlich, der ist auch schön gekühlt, der war im Kühlschrank. Deswegen kann ich empfehlen, wenn ihr das nicht kennt oder als Gag zum Verschenken mal einfach so ein Glas O-Saft ist oder hier das andere O-Saft, ne? Mit diesem getigerten, mit diesem Leopardenlook. Geht mal in Rewe, schaut da mal in diese frische Theke, ob da noch was drin steht. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin begeistert. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.